Mood Talks. Ein Podcast der Mutmacherei. Ihre Moller lädt zum Gespräch. Mut macht. Mut zum Wissen. Mut zum Wissen. Komplexe Themen für eine positive Zukunft lebensnah aufbereitet. Darum geht's in unserem neuen Format. Und als Gäste möchte ich heute begrüßen Anna Leitner. Manchen von euch vielleicht schon bekannt, seit ihrem Praktikum bei der Mutmacherei vor vielen Jahren. Nach ihrem Umweltstudium hat sie sich in bereits vielen beruflichen Stationen bewährt und setzt sich nun als Campaignerin für Ressourcen und Lieferketten bei Global 2000 für ein gutes Leben für alle ein, ein gutes Leben innerhalb der planetaren Grenzen. Und mein zweiter Gast ist Michael Bauer-Leb, der sich für Nachhaltigkeit einsetzt in verschiedensten Rollen und Aufgaben, unter anderem als Lektor, wo er dieses Wissen auch vermittelt und weitergibt an Studierende, als Moderator und vor allem aber auch als Berater in seinem Unternehmen Weitblick, wo er zu vielen verschiedenen Themen berät und unterstützt, unter anderem auch, wenn es um die Umsetzung des Themas Lieferkettengesetz geht. Herzlich willkommen zu Mut zum Wissen, unserem neuen Podcast-Format. Heute geht es um Mut zum Wissen, was das Thema Lieferketten anbelangt. Und bevor diejenigen, die sich dafür interessieren, vielleicht oder die sich für den Podcast interessieren, sagen, um Gottes Willen, das klingt ja super langweilig, möchte ich ein bisschen das Thema irgendwie so einkreisen, umkreisen, aufgleisen. Ich glaube, viele von uns haben so das Wort Lieferkette überhaupt bewusst zum ersten Mal wahrgenommen in den letzten 3 Jahren. Da ging es um Fragen, wie werden wir genug Klopapier haben? Und wir waren plötzlich mit der Lage konfrontiert, dass es gewisse Dinge in den Regalen nicht mehr gab, dass Leute, die ein Auto kaufen wollten, gehört haben, sie müssen Jahre darauf warten, dass es keine Computerchips mehr gibt und so weiter. Ich würde mal sagen, das ist so der logistisch-technische Blick auf Lieferketten, der sicher ein eigenes Thema für sich wäre, ja, so dieser quantitative Aspekt. Mit dem wollen wir uns heute aber wenig bis gar nicht beschäftigen. Es gibt nämlich noch einen anderen Blick auf Lieferketten, wo vielleicht viele von uns, wenn wir im Supermarktregal stehen oder wo auch immer, diesen Begriff gar nicht vor Augen haben. Ich glaube, viele von den Mutmacherei Zuhörerinnen und so weiter, kennen sich selbst in der Situation, vor einem Regal zu stehen und also ich zum Beispiel, wow, je Birnen, die schauen gut aus, ja, und dann so ein kurzer Blick aufs Etikett, okay, aus Argentinien, aus Neuseeland, das muss ja wohl wirklich nicht sein. Ne? Das heißt, da geht es viel auf der persönlichen Werteebene, so um was ist mir denn wichtig, regional, saisonal, nicht die Umwelt schädigend oder neulich mache ich eine Schokolade auf, steht da drinnen keine Kinderarbeit, ja, wo so, um Gottes Willen, heißt das, bei allen anderen Schokoladen ist Kinderarbeit drinnen und so. So, das heißt, da tut sich so eine Fülle an vermeintlichen Einzelproblemen auf, wo ich ganz ehrlich sagen muss, mir sprengt es da manchmal das Hirn. Ja. Fischregal, ne? So super, den Fisch kann ich eher kaufen als einen anderen, weil das ist für die Fische gut, aber ist das für mich auch gut oder sind da Schwermetalle drinnen und so. So, und mit diesem Themenbereich, ich würde mal sagen, so eher den qualitativen Aspekten von den Lieferketten möchten wir uns heute vorwiegend beschäftigen und auch dieses Thema in seiner durchaus großen Komplexität uns ein bisschen anschauen und auch schauen, gibt es auch andere Wege, als dass es uns, also mir in dem Fall, kann ich nicht für andere sprechen, den Kopf sprengt, wenn wir vor dem Regal stehen. So, und zu diesem Thema möchte ich heute zwei ganz wunderbare und liebe Gäste begrüßen, nämlich die liebe Anna, die Langzeit-Mutmach-Folgenden, glaube ich, schon sehr, sehr gut bekannt ist.
angefangen von deiner Zeit als Praktikantin bei der Mutmacherei und den lieben Michael, den ich vorwiegend, ich weiß gar nicht mehr, woher wir uns wirklich kennen, aber vorwiegend auch von der Sustainability Challenge kennen. So, jetzt fange ich gleich einmal an mit dir, liebe Anna. Bin ich ein schlechter Mensch, weil es mir den Kopf sprengt, wenn ich da vor einem Regal stehe und ich mir denke, Alter, ja. Was meinst du dazu? Nein, du bist kein schlechter Mensch. Das möchte ich hören. Danke, Thema Kann ich erledigt. entlasten? Okay. Nein, ich glaube, das ist wirklich der Struggle und der Kampf, den wir die letzten Jahre und Jahrzehnte hatten, aus der Sicht als KonsumentInnen, wenn wir im Supermarkt oder egal wo gestanden sind und da aus einer Fülle an Informationen, Auswahlmöglichkeiten, Entscheidungen treffen sollten, die irgendwie moralisch gut sind. Während wir aber gestresst sind, das Kind rennt weg, man muss schauen, ob es auch nicht viel kostet, welche Dinge haben wir noch vergessen auf der Einkaufsliste. Also es ist eine Situation, wo man eigentlich gar nicht das alles durchchecken und durch im Blick haben kann. Und ich glaube, also ich finde es jetzt eben so toll, dass wir uns über Lieferketten aus dieser neuen Perspektive unterhalten, weil du, ich, wir alle keine schlechten Menschen sind, wenn wir wirklich unseren Kopf am Explodieren sehen. Ich glaube, was ich Spaß ohne, wir wollen uns ja auch nicht Ja. ganz aus der Verantwortung stehlen, aber wenn du hast jetzt schon angeschnitten, so ein neuer Weg, ja, Ja. das klingt auch immer, weißt du, wir sind ja auf der Suche nach Lösungsansätzen und so weiter. Wo kommt denn dieser neue Weg her? Was ist da ein bisschen ein Licht am Horizont? Naja, als Konsumentin soll ich quasi eine Entscheidung treffen. Und jetzt steht dieses Lieferkettengesetz im Raum, das sagt, die Unternehmen haben eigentlich Verantwortung für die Lieferketten. Und dann gibt es Unternehmen und Unternehmensvertretungen, die jetzt sagen, ja, aber erwartet's mal, die Unternehmen können ja gar nicht wissen, was in ihrer Lieferkette passiert. Aber wir Konsumentinnen sollen das seit Jahren und Jahrzehnten wissen, was das Bessere ist und wo Menschenrechtsverletzungen passieren und wo Umweltschäden passieren. Das Neue an dem, wie wir es jetzt diskutieren, ist eben, dass wir diese Verantwortung von den Schultern der Konsumentinnen nehmen, zu einem gewissen Grad und sagen, okay, die Unternehmen sollten in ihren Lieferketten, bei ihren Zulieferern und deren Zulieferern mal nachsehen, was dort überhaupt Sache ist und ob dort Kinderarbeit passiert, ob dort zu viele Treibhausgasemissionen ausgestoßen werden. Und das ist das neue Denken, ja. Ich bin auf dieses Thema gekommen, weil ich dich, liebe Anna, zufällig gehört habe im Trending Topics Podcast über die Lieferketten. Ich werde den auch verlinken, durchaus hörenswert. Da bist du vor allem eingegangen auf das Lieferkettengesetz der EU. Genau. Und vielleicht wollen wir das auch noch einmal kurz anreißen, damit unsere ZuhörerInnen wissen, worum es überhaupt geht. Und dann auch, lieber Michael, ich bitte dich noch um ein bisschen Geduld, ja, dass dann quasi von deiner Seite auch eine zusätzliche Perspektive reinkommt. Anna, kannst du uns da noch ein bisschen erzählen, Lieferkettengesetz und so weiter, was ist da dieser rechtliche Rahmen, wo bewegen wir uns da überhaupt? Ja. Die Überschrift hat jetzt noch gefehlt, oder? Wir haben in einer globalisierten Welt lange Lieferketten. Ich glaube, das ist so mehr oder weniger irgendwie allen bewusst. Und wir haben aber in Europa lang erkämpfte Standards und Gesetze für Arbeitnehmerinnen, Rechte, für Umweltschutz. Gleichzeitig sind aber bei uns in den Regalen Produkte, die ohne diese Standards hergestellt worden sind. Und jetzt hat nach langen zivilgesellschaftlichen Kampf die EU-Kommission heuer einen Gesetzesentwurf vorgestellt für eine Richtlinie,
die das ändern soll. Und mit diesem EU-Lieferkettengesetz, im Langen heißt es Sorgfaltspflichtrichtlinie und sage ich jetzt gar nicht alles, das ist recht EU-Jargon. Dieses Gesetz soll jetzt dieses Paradox auflösen, dass wir in Europa zwar Gesetze haben und Standards, gute, die Umwelt und Menschen schützen, aber noch immer Produkte importieren und die Unternehmen weltweit andere Regeln folgen oder keinen Regeln folgen. Und mit dem Lieferkettengesetz werden eben große Unternehmen in die Verantwortung gezogen und müssen dann nachprüfen, was bei ihren Zulieferern und bei deren Zulieferern passiert. Und wenn sie das nicht machen und wenn sie das Risiko nicht prüfen und wenn dann eben zum Beispiel, wo Kinderarbeit verwendet wird oder wenn unzureichend die Kontrollen waren, zum Beispiel, und dann bricht ein Staudamm und da gibt es Schuldige, dann können das die Betroffenen auch vor europäischen Gerichten einklagen. Und das ist wirklich das Neue, weil es bisher so war, dass dann zum Beispiel das Gericht in Pakistan nach dem Fabriksbrand gesagt hat, nein, das war aber eine deutsche Firma. Das deutsche Gericht hat gesagt, na, das war aber in Pakistan. Und mit dem EU-Lieferkettengesetz werden hier die globalisierten Rahmenbedingungen eigentlich das erste Mal erfasst, auch in einem Gesetz, damit da die Verantwortlichkeiten klarer werden und dann auch Gerechtigkeit eintreten kann. So, mal Schritt für Schritt. Jetzt sage ich nur, na, servus, ja. Weil bei allem, was du uns da jetzt erzählt hast, haben wir ja schlagartig quasi die gesamte Komplexität von dem Thema, die gesamte globalisierte Welt im Wohnzimmer, im Regal und so weiter. Und es ist jetzt wahrscheinlich für das Vermeiden des explodierenden Gehirns nicht hilfreich, aber ich möchte dennoch jetzt dich, lieber Michael, fragen. Wir haben uns neulich nach längerer Zeit wieder mal zufällig auf einer Veranstaltung getroffen und so ein Update gemacht und da habe ich eben gesagt, hey, was treibst du gerade und so und da hast du irgendwie so das Stichwort Lieferketten fallen lassen, Lieferkettengesetz und dass du in deiner Funktion als Unternehmensberater für Nachhaltigkeit, für zukunftsfähiges, nachhaltiges Unternehmertum, jetzt auch Unternehmen dabei begleitest, dieses Lieferkettengesetz umzusetzen. Also um da jetzt einmal ein bisschen auch aufzuräumen, gibt es das jetzt schon? Mit welchen Auswirkungen davon befasst du dich? Weil die Anna hat gerade gesagt, das ist ein Entwurf. Also wo stehen wir denn da? Wovon reden wir da? Es ist auf der europäischen Ebene tatsächlich ein Entwurf und der wird wahrscheinlich, wenn er durch diese ganzen Institutionen, durch den sogenannten Trilog, das heißt die Verhandlungen mit dem EU-Parlament, die Verhandlungen mit dem Europäischen Rat durch ist, das wird wahrscheinlich 2 Jahre dauern. Also wir reden hier von 2025, wenn diese Richtlinie erwartet werden kann. Und dann dauert es noch ein bisschen, bis sie nationales Gesetz wird, weil eine Richtlinie im Gegensatz zu einer Verordnung muss erst in nationale Gesetze übersetzt werden. Ja, bei einer Verordnung wäre das gleichgültig. Das heißt, also in Österreich reden wir hier von 2027, aller Voraussicht nach. Aber was viel wichtiger ist, und das kommt nämlich am 1. Jänner 2023, also in wenigen Wochen, das ist das deutsche Lieferkettengesetz oder Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, wie es ganz genau heißt. Österreich und Deutschland sind wunderbar darin, schöne Gesetzesungetüme, zumindest verbal, zu finden. Ich erinnere an das Nachhaltigkeits- und Diversitätsverbesserungsgesetz, das es ja schon seit einigen Jahren gibt. Genau. Und dieses Lieferkettengesetz in Deutschland, das entfaltet bereits Wirkung. Das sind zwar in erster Linie nur Unternehmen von 3.000 Mitarbeitern und mehr betroffen. Das klingt jetzt einmal nicht nach vielen Unternehmen, die da direkt betroffen sind, aber wir merken, weil es eben um die Lieferkette geht, das heißt, weil diese Verantwortung, die da definiert wird, nicht mehr am Werkstor endet, sondern auch vorgelagert und interessanterweise auch nachgelagert. Also du musst dann auch zum Beispiel in Richtung deiner Kunden schauen, deiner Logistiker schauen. Also die gesamte Kette ist da abgebildet. Und das heißt, da trifft es auch Unternehmen, kleine Unternehmen, die als Lieferanten tätig sind. Und wenn die im Geschäft bleiben wollen,
dann müssen Sie sich jetzt schon darauf einstellen. Und ich habe das vor kurzem tatsächlich in Wien gehabt, wo ich eine Anfrage von einem kleinen Wiener Unternehmen bekommen habe mit 10 Mitarbeitenden. Und die sind Lieferant von einem großen Konzern. Und die haben einen sechsseitigen, eng beschriebenen Vertragserweiterung bekommen, hieß Sustainability Commitment, also Nachhaltigkeitsverpflichtung. Und da waren genau die Dinge, die jetzt in den Lieferkettengesetzen kommen, sowohl im europäischen als auch im deutschen, die sind inhaltlich sehr, sehr nah beieinander. Diese Dinge, nämlich sozialen Fragestellungen, die gesellschaftlichen Fragestellungen, Menschenrechtsfragestellungen, als auch ökologische Umweltfragestellungen, müssen die jetzt beantworten für sich. Ja? Die müssen ihre Lieferanten wiederum anschauen. Ja? Die müssen Daten besorgen. Die müssen sich überlegen, wie hoch ist mein Fußabdruck, mein ökologischer Fußabdruck, welche Treibhausgasemissionen stoße ich als Betrieb, als Kleinbetrieb aus. Und das wird verlangt von den Großen, weil die verpflichtet sind, es öffentlich zu berichten, transparent zu machen. Und da wird ganz beinhart von den Konzernen durchgereicht. Diese Verantwortung wird weitergereicht, weil es auch im Gesetz so verlangt wird, dass du als großes Unternehmen diese Daten kennen musst. Und die sind davon indirekt betroffen. Also das Gesetz wirkt nicht unmittelbar auf sie, aber sie sind sehr wohl von den Auswirkungen voll erwischt. Und wenn du im Geschäft bleiben möchtest als kleines, als mittleres Unternehmen, dann musst du dich damit auseinandersetzen. Und da ist es völlig egal, dass die europäische Richtlinie vielleicht in Österreich erst 2027 kommt. Andere Richtlinien kommen jetzt schon und die Betroffenheiten sind schon da. Und vor allem, es dauert ja auch eine Zeit lang, bis man diese ganzen Daten erfasst hat, bis man sich überlegt hat, die ganzen Prozesse, wer ist im Unternehmen überhaupt dafür zuständig, ja? Wie komme ich zu meinen Daten? Wie gestalte ich einen Bericht? Wer sind denn überhaupt meine Lieferanten? Wie schaut denn meine Lieferkette überhaupt aus? Also alle diese Fragen, die gehören da behandelt und das braucht natürlich auch Zeit. Und deswegen mein Rat, fangt jetzt an, weil es wird euch betreffen. Was ich da jetzt so herausgehört habe, ist auf der einen Seite einmal so ein bisschen der explodierende Kopf, der bis jetzt bei den Konsumentinnen gelegen ist, der wird jetzt in die Unternehmen wandern. Ich fürchte ein bisschen im Augenblick, explodieren wird, werden die Köpfe der kleinen Unternehmen. Ja. Aber da schauen wir nochmal genauer. Und habe ich das, was ihr jetzt beide so aufgeworfen habt, richtig verstanden, insofern als es sind in gewisser Weise alle Unternehmen betroffen, auch wenn sie jetzt nicht direkt von so einer Regelung erfasst werden oder noch nicht erfasst werden. Weil ich habe so verstanden, es kann uns, also vielleicht als End-User, kann es uns vielleicht egal sein, aber Unternehmen nicht, selbst wenn es in Deutschland geht, ja, weil man könnte auch sagen, was betrifft uns das deutsche Gesetz. Okay, können wir das vielleicht noch ein bisschen vertiefen, im Sinne von, dass du vielleicht Anna zuerst erzählst, wer ist konkret von diesem geplanten EU-Lieferkettengesetz betroffen, und von dem, wie es dann möglicherweise in nationales Recht umgesetzt wird, wer ist auch nicht betroffen, ja, und Michael, dass du dann vielleicht auch noch einmal ergänzt, vertiefst, ja, aber was heißt das dann konkret in der Praxis? Gerne, ja. Jetzt habe ich glaube, das Fenster geknackt. Muss doch rasch schneiden. Von dem Lieferkettengesetz auf EU-Ebene, ich glaube, fangen wir so an. Eigentlich sind diese Lieferkettengesetze jetzt neu als Gesetze, aber die Prinzipien dahinter sind nicht neu. Also, dass Unternehmen ihre Lieferketten prüfen, Sorgfaltspflicht, die Englisch Due Diligence, gibt es in den verschiedensten Businessbereichen, ist halt bisher vor allem eine finanzielle Betrachtung gewesen. Wo ist finanzielles Risiko? Wo ist Qualitätsrisiko? Das ist aber in internationalen Standards wie den OECD Guiding Principles auch schon erfasst für soziale und Umweltkriterien. Das war halt bisher freiwillig. Und diese freiwilligen Standards sind eigentlich nach dem Prinzip aufgebaut, dass das jedes Unternehmen verhältnismäßig
in Verhältnismäßigkeit machen muss. Also wenn es natürlich ein großes Unternehmen ist, hat das mehr Macht, mehr Verantwortung als ein kleines Unternehmen. Aber da sind in diesen freiwilligen Standards eigentlich alle Unternehmen davon erfasst. Meistens sind es halt dann große Unternehmen, die die Nachhaltigkeitsabteilung haben, das auch so versuchen. So mal zum Grundlegenden. Im EU-Lieferkettengesetz hat jetzt die Kommission gewisse Werte gesetzt. Ich muss ehrlich sagen, ich habe es jetzt nicht auswendig im Kopf, weil das ständig schon wieder in Diskussion ist. Natürlich im Rat, also wo die Mitgliedstaaten jetzt ihre Position ausverhandeln, werden teilweise neue Vorschläge gemacht für höhere Schwellenwerte, also dass weniger Unternehmen drunter fallen. Im EU-Parlament, wo oft diese altbekannt bei so Gesetzesprozessen dann die progressivere Position zu finden ist, wird diskutiert, wie man die Schwellenwerte niedriger machen kann, also dass mehr Unternehmen drunter fallen. Für Österreich wären circa 500 bis 1000, je nachdem, welche Zahlen man nimmt, Unternehmen direkt betroffen. Das heißt, sie müssten direkt wirklich die Daten publizieren und werden von dieser zivilen Haftung erfasst, etc. Wenn man jetzt diese Zahlen nimmt von Entwurf von der EU-Kommission, da handelt es sich wirklich um, ich will keine Fake News jetzt streuen, um große Unternehmen. Aber wir haben trotzdem noch als Zivilgesellschaft die Forderung, dass das eigentlich für alle Unternehmen gelten soll, immer mit dem Prinzip der Verhältnismäßigkeit. Also, dass natürlich ein großes Unternehmen, zum Beispiel von dem Fall in Pakistan, den ich vorher erwähnt hatte, wo die Textilfabrik vor 10 Jahren gebrannt hat, der sogenannte KIK-Fall, da hatte KIK einen Zulieferer, wo in der Textilfabrik 80% der Kleidung, die dort genäht wurde, für KIK war. Das heißt natürlich, in dem Fall hatte KIK als Unternehmen eine große Verantwortung. Bei kleinen Unternehmen ist die Sache natürlich anders, aber grundsätzlich nachzusehen, woher ich meine Produkte beziehe, ist auch anwendbar auf kleine Unternehmen. Man muss ja auch dann bedenken, natürlich haben große Unternehmen riesig große Lieferketten, weil sie größere Produktpaletten haben, weil sie mit viel mehr Produkten handeln. Während deine Unternehmen auch jetzt schon oft viel bessere Lieferketten kennen. Genau, also das ist so dieses Spiel gerade noch, wie wenden wir das an, das noch auch in Diskussion steht. Ja. Okay, Michael, und deine Sicht darauf, deine Ergänzungen aus deiner Erfahrung? Ja, also ich glaube, dass das Entscheidende, was Anna jetzt auch gesagt hat, das möchte ich gerne herausgreifen, das ist das Thema der Angemessenheit. Also es muss natürlich eine angemessene Art der Verantwortung sein und auch eine angemessene Last für Unternehmen, weil es ist natürlich in einem ersten Schritt eine Last, weil du dich mit Themen auseinandersetzen musst, die du vielleicht so noch nicht aktiv gehandhabt hast. Ja, also das hat halt, man hat halt so seine Lieferanten gehabt und irgendwann einmal wusste man halt, wo man was herkriegt und dann war das gut so, ja. Und das ist jetzt, das verändert sich jetzt gerade massiv. Ich glaube, also es klingt kompliziert, es ist komplex, ja, es ist herausfordernd, aber es ist überhaupt nicht etwas, das man nicht handhaben kann. Das ist alles zu schaffen, wenn man einen Schritt nach dem anderen setzt. Ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig. Vielleicht einmal auch sich zu überlegen, einmal nur anzufangen, als Unternehmen seine eigene Lieferkette oder ich würde sogar gerne sagen Wertschöpfungskette aufzuzeichnen, einmal überhaupt zu verstehen, wie funktionieren wir denn? Weil vielen ist es gar nicht bewusst, welche Rädchen es da überhaupt gibt in diesem ganzen Netzwerk an Unternehmen, damit am Ende des Tages ein Produkt, eine Dienstleistung hinten rausfällt. Ja, so, das ist ein Fließband. Ja. Und wenn man das macht, dann ist schon mal sehr viel an Erkenntnisgewinn möglich. Weil alleine durchs Aufzeichnen, wenn ich mir wirklich schreibe, großes Flipchart hernehmen, ja, und einfach mal loslegen, mal das eigene Häuschen zeichnen, die eigenen Prozesse, die eigenen Schritte da zeichnen und dann zu überlegen, was ist davor, was ist danach.
Wie schauen meine Beziehungen aus? Welche Art von Geschäftsbeziehung habe ich denn mit den Vor- und den Nachgelagerten? Und welche möglichen Auswirkungen könnten da überhaupt auftreten? Weil jetzt da, weiß nicht, wenn ich mit einem Logistiker in Österreich eine Beziehung habe, der mir meine Pakete ausliefert, da ist wahrscheinlich eher ein ökologisches Thema. Ja? Mit was für einem Auto fährt der oder wie liefert der aus? Oder ist der vielleicht sogar ein Fahrradkurier im städtischen Bereich? Ja? Wo ich gar keine Treibhausgasemissionen habe. Oder also ökologisches Thema eher und wahrscheinlich weniger ein menschenrechtliches Thema. Weil wir haben, wie die Anna das auch gesagt hat, sehr gute Arbeitsschutzgesetze in Österreich. Also da ist es sehr unwahrscheinlich, dass wir zum Beispiel ein Menschenrechtsthema hätten. An anderer Stelle vielleicht, ich weiß nicht, wann ich ein Kaffeehaus bin, ja, und dann mir überlege, wo kriege ich denn meinen Kaffee her und das weiterdenke, dann könnte es sehr wohl sein. Ich meine, du hast die Schokolade erwähnt vorhin in der Einleitung. Das ist ja beim Kaffee auch nichts anderes. Auch da gibt es immer noch Plantagen, wo Kinderarbeit vorkommt. Und da könnt ihr dann sehr wohl ein menschenrechtliches Thema haben. Also es aufzeichnen und dann anfangen, darüber nachzudenken. Und da gibt es ja auch gute Standards, da gibt es gute Hilfsmittel, an denen man sich orientieren kann. Also die SDGs, die Sustainable Development Goals zum Beispiel. Das sind 17 Ziele, 169 Unterziele. Da kann man sich schon mal gut festhalten und orientieren. Wenn ich das Schritt für Schritt durchgehe, dann werde ich vieles finden können. Und dann ist die Frage, dann ist eigentlich das Grundlegende, sozusagen die Analyse des Status quo, die ist damit schon mal zu einem sehr großen Teil erledigt für ein kleines oder ein mittleres Unternehmen. Und dann kann ich angehen, mir zu überlegen, was muss ich priorisieren, wo habe ich vielleicht keine Informationen, wo fehlt es mir noch an Wissen. Dann telefoniere ich mal mit meinen Lieferanten, ich frage mal, wie schaut es denn bei euch aus, wie seid ihr davon betroffen, habt ihr schon was gehört davon? Und so einen Schritt nach dem anderen. Ich kann mich erinnern, wir haben vor einigen Jahren ein Verlagshaus begleitet und hatten da den Nachhaltigkeitsbericht gemacht und im Zuge dessen auch die Wertschöpfungskette. Und da war gerade Plastik, das böse Plastik in den Medien. Also Plastik, nein, 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 geht gar nicht. Und dieser Verlag, der hat hunderttausende Magazine im Jahr und die sind aus der Druckerei ganz standardmäßig in Folie verpackt ausgeliefert worden. Und wir haben immer uns gefragt, okay, wie können wir das ändern? Und nachdem wir dieses Bild gezeichnet hatten, so wie diese Wertschöpfung ausschaut in dem Verlagshaus, war klar, ha, da haben wir eine direkte Verbindung. Da gibt es eine Person bei uns im Haus und eine Person in der Druckerei. Und es waren letztlich ein paar Telefonate, um zu klären, na, das müssen wir nicht standardmäßig in Folie packen. Das ist halt so definiert im Prozess, aber den können wir auch ändern. Und das hat nicht viel gebraucht, ja. Ein paar Telefonate. Natürlich, man musste das Layout vom Cover ein bisschen ändern, damit man halt die Adresse direkt aufs Magazin drucken kann. Aber das waren letztlich Kleinigkeiten. Und innerhalb des ersten Jahres, ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber ich glaube, 40% an Einsparungen waren da sofort möglich, ja. Also nagelt es mir nicht fest auf die genaue Zahl. Das ist schon eine Zeit lang her. Aber es war wirklich eine unheimliche Menge, ja. Und das ist weitergegangen. Und heute werden nur mehr ganz wenige Magazine verpackt, wo es halt wirklich nicht anders geht, weil halt eine Beilage drinnen ist und die könnte sonst rausfallen. Also es gibt ein paar Gründe, wo das notwendig ist, aber alles andere nicht. Und das war möglich, weil man sich das Wertschöpfungsnetzwerk aufgezeichnet hat und überlegt hat, wo habe ich welche Beziehungen und wen muss ich anrufen. Ganz einfache Lösung, ja, und große Wirkung. Michael, ich finde, du hast jetzt auch sehr Mut gemacht durch diese positive Darstellung von dem, wie es gehen kann und dass es möglich ist, was ja grundsätzlich total im Sinn der Mutmacherei ist. Ich möchte dennoch da noch ein bisschen vertiefen und jetzt mich einmal quasi in eine Position der Mitte stellen und euch ein bisschen in so Randpositionen drängen, nämlich auf der einen Seite, wenn ich mich an den Trending Topics Podcast mit dir, Anna, erinnere, da ist es ja auch viel um die Frage gegangen,
Was gibt es noch für Lücken in diesem Gesetzesentwurf? Was fehlt eigentlich noch, damit er wirklich gut wirken kann und so weiter? Ja? Das heißt, so der Blick auf, okay, es ist nicht genug. Ja? Da passiert nicht genug, da gibt es wieder die riesen Schlupflöcher und so weiter. Und die andere Position jetzt speziell, vielleicht aus der Sicht von kleinen Unternehmen, und da ziehe ich jetzt so eine Parallele zur Datenschutzgrundverordnung. Ja? Und auch zu rein persönlicher Erfahrung damit, nicht? Wo ich mir denke, also auch zum Beispiel Menschen, denen Datenschutz wirklich ein Anliegen ist, da zähle ich mich auch dazu, ja, wenn man dann quasi am Receiving End ist und das umsetzen muss, wo in großen Konzernen vielleicht eine ganze Abteilung dafür zur Verfügung steht, ja, und dann als kleines, ein Personenunternehmen, als kleiner Verein, ist man plötzlich Herausforderungen gegenübergestellt, auch technischen, die praktisch nicht bewerkstelligbar sind, ja. Stellt sich für mich auch ein bisschen die Frage, so wo können wir gedanklich jetzt diese geplanten Dinge ansetzen? Also du hast, Michael, eh schon Beispiele gebracht, es ist möglich, ja. Dennoch möchte ich ein bisschen näher eingehen, so auf meine persönliche Sorge, könnte das zu so einem Shakeout führen, wo kleine Unternehmen völlig überfordert damit sind? Oder hat das eine wirklich super Sogwirkung, ja, so im Sinn von, dass es auch Entlastung für End-User, Konsumentinnen bringt? Also auch ein bisschen dann so Schritt für Schritt zu so der Frage führend, um wie viel weniger explodiert mein Kopf dann, wenn ich vor dem Regal stehe? Ja? Wie sehr kann ich mich dann auf diese Gesetze verlassen? Was bringen mir die für die Endexplosion? Und ich überlasse euch einmal so jetzt the floor, ja, das ein bisschen auch auseinander zu sortieren und zu schauen, wo ungefähr müssen wir da diesen Schieberegler hin tun. Soll ich mal anfangen, weil du jetzt die Frage so strukturiert hattest, auch mit den Schlupflöchern? Also ich glaube, wie immer, wenn wir als Gesellschaft was Großes, Neues angehen, einen Paradigmenwechsel, dann ist das nicht von Anfang an perfekt und dann ist das nicht jetzt ein Heilsversprechen, wo ich sagen kann, mein Job ist erledigt, wenn diese Richtlinie kommt. Nein, das ist ein Start und das ist ein gesellschaftlicher Aushandlungsprozess, der sich dann noch Jahre ziehen wird. Aber diese Lieferkettengesetze stoßen den an und stoßen diesen Paradigmenwechsel an. Sie sind aber, also auch das EU-Lieferkettengesetz, natürlich noch mit vielen Schlupflöchern behaftet. Zum Beispiel fehlt derzeit Klima. Also die EU-Kommission hat da so Umwelt- und Menschenrechtsauswirkungen definiert anhand von einem Annex, wo dann Abkommen stehen. Und das ist generell schon ganz komisch, warum man nicht einfach eine Liste an Umweltgütern hat. Und da steht Klima nicht drin, da ist das Pariser Abkommen nicht drin. Und stattdessen hat man irgendwie so ein Konstrukt gemacht, einen anderen Artikel, wo dann irgendwie Unternehmen einen Klimaplan machen sollen. Aber das ist alles nicht so richtig verbindlich. Das heißt, wir befinden uns auf einem Weg in eine 3, 4 Grad wärmere Welt. Wir müssen diese Klimakatastrophen abwenden. Und die Emissionen, das wissen wir, entstehen entlang von ganzen Wertschöpfungsketten und Unternehmen, ohne dass wir Unternehmen damit einbeziehen, können wir keine klimaneutrale Welt erreichen, können wir die Klimakatastrophe nicht abwenden. Jetzt machen wir ein Gesetz, das genau diese Wertschöpfungsketten regeln soll, ohne Klima- und Treibhausgasemissionen. Inwiefern ist das logisch? Also da ist zum Beispiel so ein großer Punkt, wo wir noch die Nachschärfung sehen. Weil natürlich die Treibhausgasintensität auch dazu zählen muss. Abgesehen von vielen anderen Schlupflöchern, sei es auch zum Beispiel, wie die Beschwerdemechanismen funktionieren werden. Also da ist es ganz wichtig, dass Betroffene, wenn sie klagen und wenn sie vor Gerichten dann kämpfen für die Gerechtigkeit, auch nicht die Beweislast haben, sondern dass das die großen Unternehmen wiederum haben, die ja die Daten zu ihren Produktionen und zu den Auswirkungen viel eher haben. Das ist aber eine ganze Liste und wir sind
bei Global 2000 deswegen auch nicht alleine an dem Gesetz dran, sondern wir sind Teil einer großen europäischen Kampagne, die heißt Justice is Everybody's Business. Und ich kann wirklich auch, wir werden es verlinken, nur allen empfehlen, die sich da mehr interessieren, da auch vorbeizuschauen und die Kampagne zu unterstützen. Ja, weil das jetzt laufen wird. Und dann vielleicht zurückgreifen auf deine letzte Teilfrage, wird das zu weniger Kopfexplosionen bei KonsumentInnen führen? Und da eigentlich möchte ich auch hier eine andere Sichtweise reinbringen, weil wir sind als Personen ja nicht nur KonsumentInnen, und ich glaube, es ist höchste Zeit, dass wir uns nicht nur als KonsumentInnen definieren, sondern als BürgerInnen. Und in diesem großen gesellschaftlichen Aushandlungsprozess, wie sehr priorisieren wir Umwelt- und Menschenrechte weltweit über Wachstum und Konsum und Gewinne, haben wir als Bürgerinnen die stärkste Stimme. Nicht am Supermarktregal, sondern wenn wir wählen, wenn wir auf die Straße gehen, wenn wir unsere Stimme benutzen und laut werden dafür, dass, und auch sagen, und laut werden dafür, dass wir die Gerechtigkeit und die intakte Umwelt- und Zukunftsfähigkeit möchten. Ich glaube, dass dieser Prozess rund um dieses Lieferkettengesetz gerade ein sehr großes Potenzial hat dafür, dass wir alle in Zukunft weniger Kopfzerbrechen haben, aber nur, wenn wir auch alle dran mithelfen und uns beteiligen. Weil sonst wird es eine Alibi-Aktion, die nicht zu den konkreten Änderungen führt, die uns weniger Kopfzerbrechen machen würden. Also da einfach der Aufruf, wir sind BürgerInnen, nicht KonsumentInnen, und wir können alle gemeinsam dafür sorgen, dass das ein besseres Ergebnis wird. Mich hast du schon voll abgeholt und Du motiviert, bist liebe dabei. Anna. Das, Michael. da, dann, ich möchte einhaken, ja. Das ist für Unternehmen und Unternehmerinnen ja auch gar nichts anderes. Auch Unternehmerinnen sind Bürgerinnen am Ende des Tages. Angestellte sind Bürgerinnen am Ende des Tages. Und ich glaube, also es kann weiterhin zu explodierenden Köpfen führen, vor allem bei kleinen und mittleren Unternehmen, weil da sind die Ressourcen begrenzt. Ja, ich kann nur raten dazu, jetzt anzufangen. Aber was ich auch bemerkt habe in meiner Beratung, Menschen, und jetzt sage ich ganz bewusst Menschen und nicht Unternehmen, und auch nicht UnternehmerInnen, sondern Menschen, wenn die mal hingeschaut haben, wenn sie mal verstanden haben, was da wirklich passiert, was da los ist auf der Welt, in welche Richtung wir uns bewegen, dann werden sie auch aktiv. Dann machen sie die Augen auf, dann schauen sie hin, auch dort, wo es im Unternehmen vielleicht ein bisschen weh tut, ja, weil viele wissen eh, wo es nicht so ganz rund rennt, oder zumindest spüren sie es. Und bis jetzt war halt wenig Druck da, sich dem auch aktiv zu widmen. Der Druck ist jetzt da. Ja, der kommt über die Gesetze, der kommt über die Konsumentinnen, der kommt über Organisationen wie Global 2000. Der kommt auch ein bisschen von uns als Unternehmensberaterinnen, weil wir halt trommeln, weil wir sehen, wie notwendig das ist. Und jetzt ist eine große Chance da. Und es gibt ganz, ganz viele Unternehmen, die ja auch an die Regierung sich wenden und sagen, macht was. Wir wollen ein faires Spielfeld haben. Wir strudeln uns ab. Wir tun schon, wir versuchen unser Möglichstes. Aber wir sind machtlos und chancenlos gegen Konzerne, gegen Unternehmen, denen das völlig egal ist. Die werden unter den gegebenen Rahmenbedingungen immer gewinnen, weil die Rahmenbedingungen sie bevorzugen. Und da gibt es viele, viele, viele Hunderte von Unternehmen in Österreich und ich bin sicher in Europa Tausende, die an ihre Regierungen schicken, Petitionen schicken und sagen, ändert die Spielregeln so, dass nachhaltiges Handeln einfach wird. Nämlich darum geht es ja auch. Ich möchte nicht als Konsument im Supermarkt, ich möchte nicht darüber nachdenken, welches Joghurt das bessere ist, das nachhaltigere ist. Ich möchte ein einfaches System haben, in einem ersten Schritt einmal vielleicht ein Ampelsystem und in einem zweiten Schritt möchte ich überhaupt keine nicht nachhaltigen Produkte mehr haben. Ich möchte mich nicht entscheiden wollen dafür. Ja. Das muss automatisch gehen. Und da gibt es ganz, ganz viel Bewegung. Und ich denke, auch da ist es wieder
eine Haltungsfrage. Am Ende des Tages ist es die Haltungsfrage, die entscheidend ist. Ist es mir bewusst? Ist es mir wichtig genug? Dann werde ich es auch machen. Das ist der Punkt. Und jemand, der nicht, der da nicht drauf eingeht, ja, dem wird es weiterhin den Kopf zerreißen am Ende des Tages, wenn er sich halt nicht damit beschäftigt. Keine Frage des Ob, sondern nur mehr eine Frage des Wann und des Wie. Und da kann ich mir das Leben selber leicht machen, indem ich es aktiv angehe. Sehr schön. Anna, du magst noch was ergänzen? Ja, ein Beispiel für dieses Argument, ja, die kleinen Konzerne, also das wird ja auch sehr bewusst verwendet von jenen, die eigentlich die Großen vertreten, die dann so tun, als würden sie sich um die Kleinen kümmern. Ich war kürzlich bei Konferenz zum Zukunft des Handels von Zero Waste Austria. Und da war es ganz spannend zu sehen, da waren Vertreterinnen von sehr kleinen Geschäften, zum einen Geschäftslokale, aber auch Online-Shops für unverpackte oder weniger verpackte Produkte, fair, bio, etc. Und auf der anderen Seite waren auch große Handelsunternehmen vor Ort. Und wenn es darum geht, nachhaltiger zu sein, nachhaltige Lieferketten, dann sagen diese kleineren Unternehmen, diese lokalen Unverpacktläden, die direkt aus der Region bei den Landwirten beziehen, diese Händler, die direkt wissen, woher aus Burkina Faso sie ihre Nüsse beziehen, sagen, klar, also wir schauen nach, wir sind in Kontakt, wir kooperieren, wir haben die ganze Wertschöpfungskette im Blick. Klar, und die großen Unternehmen sagen, ach, nein. So schwer und das können wir nicht überblicken und alles so. Muss man vielleicht auch mal sagen, vielleicht sind die dann zu groß, wenn sie ihre Wertschöpfungskette nicht überblicken können. Also abgesehen davon, dass es wirklich schon sehr viele neue Lösungen gibt und dass wir da sicher in den nächsten Jahren noch wunderbare Entwicklungen sehen werden, was Softwarelösungen betrifft, was auch Standardisierungen betrifft. Gerade auch die gesetzliche Regelung würde ja dazu führen, dass es auch Unterstützungsmaßnahmen geben kann dann für kleinere Unternehmen, die nicht direkt runterfallen, aber eben auch Standardisierungen, wie diese Prozesse auszusehen haben. Ich glaube, da ist eher der Ball wirklich bei den großen Unternehmen, die bisher so ganz getrennte Funktionen haben. Der Einkauf macht seine Sache und die Abteilung macht diese Sache und die Nachhaltigkeitsabteilung schaut irgendwie ein bisschen was zu verbessern, während kleine Unternehmen das ja oft, also in einem Personenunternehmen macht das eine Person und die weiß ganz genau, was wo läuft. Und bei kleinen Unternehmen, das ja generell einfach integrierter ist. Und da haben wirklich, da ist der Ball wirklich bei den Großen, die diese Integration noch nicht haben, das auch jetzt zu entwickeln. Und da hilft natürlich für die Wettbewerbsgleichheit, wenn das gesetzlich kommt. Ja. Ihr habt ein paar Themen schon angesprochen, die mich schon ganz kribbelig vor Vorfreude machen, ja, also wo es so diesen Ausblick in eine gute Zukunft gibt. Ich möchte jetzt noch einen kleinen Schritt verbleiben bei der Frage, was heißt das genauer? Also Umwelt und Soziales sind quasi abgedeckt. Könnt ihr da noch ein bisschen ergänzen? Was heißt das genauer und in welcher Form? Vor allem auch, wenn es eben jetzt über die Bereiche hinausgeht, wo wir sagen, okay, wir haben eh Arbeitszeitgesetze in Österreich und so weiter und so fort. Ja. Also wie wird das quasi eingebunden? Und was ich auch noch sagen wollte, so als Ergänzung zu dem, was ihr gebracht habt, ich persönlich finde das ja grundsätzlich so super, dass also so traurig es ist, dass die Rahmenbedingungen quasi nachhinken hinter allem, ja, aber dass es schon so viele Akteure gibt, die sagen, hey, wir wollen das, ja, wir wollen dieses faire Spielfeld. Und wenn ich zum Beispiel hernehme, wie viel von Startups immer mit einbeziehen, entweder irgendeines oder mehrere SDGs oder Social Business entwickeln und so weiter. Also da gibt es schon so viel an Bewegung in die Richtung. Ne? Aber gehen wir noch einmal zu diesem Punkt, wie ist das quasi genauer geframed? Wie kommen wir überhaupt dorthin? Wer auch immer von euch sich da in die Runde werfen mag. Ja,
Möchte ich anfangen, weil ich mich gerade damit auseinandergesetzt habe, weil ich die ganzen Gesetze auch erstmal für diese Veranstaltung längst gelesen habe. Ja, also ich möchte gerne einhaken oder beziehungsweise auf diese Frage eingehen, die du gestellt hast zum Thema Soziale, wie sozial und ökologische Auswirkungen, wie sind die abgebildet? Was wir sehen in den Gesetzen ist tatsächlich auch eine Veränderung des Verständnisses vom Gesetzgeber, von den Gesetzgeberinnen, was Wirtschaften bedeutet im 21. Jahrhundert. Nämlich es geht um die Auswirkungen von einem Unternehmen auf sein Umfeld und nicht mehr nur, was wirkt auf das Unternehmen. Das können Unternehmen sehr gut, ja, welche finanziellen Marktrisiken und so weiter haben sie, aber es geht um diesen Perspektivenwechsel und das nach draußen schauen und wie wirken denn wir. Und das findet sich zum Beispiel im deutschen Lieferkettengesetz wieder, im Verbot des Landgrabbings. Ja, und das ist ein sehr konkretes Beispiel, um festzumachen, dass eine ökologische Auswirkung auch eine soziale Auswirkung gleichzeitig haben kann. Und dass das danach verboten wird, wenn es eine negative ist. Nämlich Unternehmen dürfen in Zukunft nicht mehr sich Land aneignen, Wasserquellen aneignen, Wälder aneignen und verwerten, wenn dadurch die Lebensgrundlagen der dort Anwohnenden gefährdet wären. Also ein klares, sozusagen ein ökologisches Verbot, ne? Keine natürlichen Ressourcen nutzbar, weil soziale Auswirkungen. Und das finde ich, also das wird immer stärker. Wir sehen das in der Berichterstattungsrichtlinie, wir sehen das in den Reporting Standards, also in den Berichtspflichtstandards, die jetzt gerade entwickelt werden. Überall dort kommt es zu ganz konkreten Formulierungen, welche sozialen, welche ökologischen Maßnahmen es braucht, aber auch welche Verbote es gibt und letztlich auch, wie die zurückwirken auf die Unternehmen. Also die Unternehmen sind auch aufgefordert, mit der neuen Regulierung zu überlegen, was bedeutet denn das für mich als ökonomisches Risiko, wenn sich das Klima weiter verändert, sodass Wetterextreme höher werden. Ja? Also ganz konkret der Tornado vor einigen Jahren, ja, im Norden des Weinviertels und in Tschechien. Das hat natürlich auch ökonomische Auswirkungen auf die Unternehmen, die davon betroffen waren, weil die haben Schäden, die müssen neue Versicherungen, vielleicht höhere Versicherungsprämien, die haben neue Investitionen, vielleicht sind Menschen gestorben, also es hat auch soziale Auswirkungen. Und die wirken natürlich zurück, weil dann habe ich vielleicht keine Mitarbeiter mehr oder Mitarbeiter müssen länger in den Krankenstand gehen oder bei Hitzewellen. Ja, bei Hitzewellen wissen wir, die Produktivität nimmt ab. Oder ich muss neue Klimaanlagen installieren, was wieder mehr Energie kostet. Und diese Dinge, die werden vermehrt auch in den Gesetzen abgebildet, sodass klar wird, ja, das hängt zusammen. Als Unternehmen bist du nicht in einer Blase, in einer Wirtschaftsblase. Ja, die Wirtschaft wird immer gesagt. Na, was ist das? So ein Blödsinn. Wir alle sind Wirtschaft. Ja, wenn wir interagieren. An Märkten im Supermarkt, ja. Schön ist das Wort da sogar drinnen. Und genau um das geht es. Also dieses Verstehen, ich kann nicht in einem, ich bin als Unternehmen nicht in einer Blase, die abgeschlossen ist hermetisch von allen anderen Dingen, sondern ich bin Teil der Gesellschaft. Ich bin als Unternehmen es gibt diesen schönen Begriff des Corporate Citizen, ja. Also auch eine Art von Bürgerin oder von bürgerlichem Akteur, Akteurin. Also ich denke, das ist so eine entscheidende Erkenntnis. Und da bin ich sehr froh, dass das jetzt auch in der Regulierung, in den Gesetzen, sich wiederfindet, dieses veränderte Verständnis von, was bedeutet gutes Wirtschaften im 21. Jahrhundert, diese Auflösung von Gegensatz, entweder ich mache Profit oder ich kümmere mich um die Umwelt hinzu, weil ich mich um die Umwelt kümmere, mache ich gute Profite. Das ist, finde ich, ganz, ganz was Entscheidendes. Und das bindet sich immer stärker in den Gesetzen ab. Anna? Ich möchte hier vielleicht noch ergänzen, dass das, also diese neue Art des Wirtschaftens ja auch jetzt auf einer systemischen Ebene einfach notwendig ist und aber noch darüber hinausgehen muss, was jetzt natürlich einzelne Unternehmen machen. Wir haben jetzt 2022, 50 Jahre Grenzen des Wachstumsbericht. Welterschöpfungstag ist, wenn alle so leben wie wir in Österreich, am 6. April. Also wir verwenden eigentlich mehr als drei Erden, wenn alle so leben würden. Wir tun so, als gäbe es das. Und
diesen Überkonsum, diese Ungerechtigkeit, die wir auslösen mit unserem Ressourcenhunger, die löst sich natürlich nicht schlagartig auf mit einem Lieferkettengesetz. Aber ich glaube, ein Lieferkettengesetz ist insofern ein ganz wichtiger Teil von einem neuen Wirtschaften, weil wir plötzlich die Welt als Ganzes betrachten und die Welt ja als Ganzes auch haben. Also macht es Sinn, dass wir auch global diese Standards durchsetzen und darauf achten. Also ohne Lieferkettengesetz wird es nicht gehen, es braucht aber noch viel mehr. Und wir haben als Global 2000 da auch diese 7 Ideen für eine neue Wirtschaft, können wir auch verlinken noch, heuer im Sommer rausgebracht. Das ist gemeinsam mit unseren europäischen Partnern bei Friends of the Earth. Sind transformative Ideen für eine lebenserhaltende Wirtschaft innerhalb der Grenzen unserer Erde und soll einfach so auch nochmal den Blick weiten, was es denn alles braucht, damit dann diese Rädchen alle so ineinander passen, dass wir dazu kommen, dass wir einfach dieses gute Leben für alle haben, innerhalb der planetaren Grenzen, ohne die Erde so zu zerstören. Und da ist das Lieferkettengesetz ein Teil davon, aber da gehören noch viel mehr andere Aspekte dazu, sei es eine Neubewertung von Arbeit, damit wir mehr Zeit haben, tatsächlich eine Kreislaufwirtschaft aufzubauen und zum Beispiel Dinge wieder zu reparieren. Da gehört dazu, dass auch zum Beispiel Schulden erlassen werden für Länder im globalen Süden, die ungerechtfertigt sind. Da gehören auch dazu, dass es wieder kleinere Unternehmen gibt. Also eben, wie ich vorher erwähnt hatte, wenn diese großen Konzerne eigentlich überfordert mit sich selbst sind und viel zu viel Macht haben. Und Lieferkettengesetz ist, glaube ich, eben so ein Meilenstein jetzt und auch so gleichzeitig so ein Beginn, dass das ins Rollen bringt, weil wir als Gesellschaft darüber reden, wie wir diese Priorisierungen vornehmen. Und genau, dass eben nicht Gewinn über alles steht, dass nicht die Profite, dass nicht das Wachstum über alles steht, sondern dass wir einen gesunden Planeten und gesunde Menschen wollen. Und das verändert einfach in jedem einzelnen Unternehmen, aber insgesamt auch als Gesellschaft, wie wir wirtschaften und wie wir darüber denken, was eigentlich auch die Rolle von Unternehmen ist. Das finde ich so spannend auch an dem Lieferkettengesetz. Diese Gespräche rund um, wie wir sie heute haben und wie ich sie echt ständig habe im Arbeitsalltag quasi als Lieferkettencampaignerin, die sind eigentlich das wirklich Wichtige. Ja. Darf ich da noch kurz einhaken? Sehr Ja, gerne. ja. Also ich glaube, was da ganz entscheidend ist, ist tatsächlich diese Verhaltensänderungen, die damit verbunden sind, die sich aus solchen Gesprächen heraus ergeben. Also ich glaube auch, das eine sind diese technischen Dinge, also technisch im Sinne von ein Gesetz ist etwas Technisches, wenn man so möchte. Aber die Konsequenzen daraus, ja, das Verhalten, das sich daraus dann ändert, das sich ergibt, das ist das ganz Entscheidende. Und ich kann heute entscheiden, meine Ernährung umzustellen. Ich kann heute entscheiden, meine Mobilität umzustellen. Das kann ich heute tun. Das kann jedes Unternehmen, jede Unternehmerin, jeder Unternehmer kann das sofort tun. Natürlich ist es beim einen leichter und bei der anderen schwieriger. Klar, kommt auch immer auf den Kontext drauf an, aber es gibt immer Möglichkeiten zu handeln. Und das ist der Punkt, diese soziale Innovation, nämlich dieses Verhalten ändern. Und das ist auch etwas, was mit dem Lieferkettengesetz zusammenhängt. Ja, wenn ich meine etablierten Lieferketten habe, dann habe ich keinen Grund, sie zu ändern, wenn nicht irgendein Störfaktor, irgendein Punkt kommt, der das auslöst. Das Lieferkettengesetz ist genauso ein Punkt. Ich bin jetzt gezwungen, wieder zu handeln, ins Tun zu kommen. Und das ist der entscheidende Punkt. Und das Gute ist, ich muss nicht mehr irgendwie handeln, sondern ich habe auch eine ganz klare Stoßrichtung, in die ich handeln soll, nämlich zur Vermeidung von Menschenrechtsverletzungen, zur Vermeidung von Umweltzerstörung. Ganz klare Zielsetzungen, die damit verbunden sind. Und das ist, denke ich, das ganz Entscheidende. Und dann wird es auch möglich, dass sich Strukturen wieder ändern. Ja, also wenn ich, also ich glaube, Stichwort Mobilität, nicht? Das wird ja nicht, das wird ja nicht
die Lösung sein, alle Verbrenner gegen E-Autos auszutauschen, weil dann haben wir viele strukturelle Probleme weiterhin. Ja, dann stehen wir immer noch im Stau zum Einkaufszentrum, beim Wochenend-Mega-Einkauf. Aber wenn ich aufs Auto ganz verzichte, und auch da ist mir bewusst, das geht in anderen, in manchen Gegenden leichter als in anderen, völlig klar. Aber wenn ich aufs Auto verzichte, dann werden plötzlich andere Dinge wieder möglich. Dann hat der Kreisler ums Eck wieder eine Chance. Ja? Und dann bin ich nicht vom großen Konzern vielleicht abhängig, der, wo in Österreich es drei Unternehmen gibt, die, weiß nicht, fast den ganzen Lebensmittelmarkt beherrschen. Und damit, wenn man das durchdenkt, drei Menschen, drei EinkäuferInnen in Österreich entscheiden, oder vier, ja, entscheiden, was wir essen. Weil das ist es zugespitzt am Ende des Tages. Und dann plötzlich aber, wenn ich ein Auto mehr brauche zum Rieseneinkauf, holen, ja, dann hat der Kreisler ums Eck eine Chance. Dann brauche ich keine Parkplätze mehr, dann kann ich entsiegeln. Dann kann mein Sohn, der 10 ist, draußen auf der Straße umgeschaut spielen, Fußball spielen. Ja, dann hat er plötzlich wieder Platz. Also alle diese Dinge, die ändern sich durch soziale Innovation. Und da braucht es technische Kriterien, da braucht es Auslöser, und so das Lieferkettengesetz ist genau ein solcher. Was ich auch so schön finde an diesem Anstoß, der jetzt durch das Lieferkettengesetz kommt, ist, also ich habe den Eindruck, dass da der Blick sich auch insofern verändert hat. Diana hat auch schon von Paradigmenwechsel gesprochen, weil der Blick auf Wirtschaft und alles, was damit verbunden ist, also erstens einmal erweitert ist und zweitens auch wesentlich mehr in eine systemische Richtung geht. Ja. Weil so also aus meiner Wahrnehmung waren bis jetzt die meisten Gesetze sehr, wie soll ich sagen, eindimensional. Ja. Das heißt, es ist immer gegangen, einen bestimmten Schadstoff zu vermeiden. Und okay, dann überlegt man, wie macht man das, ja, und dann entsteht vielleicht da der Nutzen, jetzt ist weniger von dem Schadstoff, dafür ist mehr von einem anderen und so weiter und so fort, ja. Und da eben zu sagen, okay, ich komme da nicht so schnell aus, ohne dass wirklich das Ganze besser wird. Ich muss viel, viel genauer schauen, ja. Das heißt, eine Herausforderung, die wirklich auch in Richtung eines guten Lebens für alle bringt oder drängt. Ich möchte jetzt noch ein bisschen mehr in diese Richtung gehen, die ihr schon angerissen habt. Du, Michael, jetzt gerade zum Beispiel mit dieser Vision, der Kreisler ums Eck hat dann wieder mehr Chancen oder so. Und möchte euch bitten, so ein bisschen einen Blick in die Zukunft zu werfen. Sei es jetzt in, ich sage einmal 5 Jahre, aber das ist nicht in Stein gemeißelt, ja. Also gehen wir davon aus, wir haben jetzt ein Lieferkettengesetz und das ist vielleicht auch schon novelliert worden und kann schon relativ viel. Was würde sich da ändern für die Welt, für uns als Bürgerinnen, auch für uns als Konsumentinnen, für die Unternehmen? Wie wird die Welt da ausschauen? Also welche mutmachenden Dinge könnten da entstehen? Träumen wir. Ich habe einen Punkt, der mir sehr Mut macht und da ein großer Grund ist, warum ich mich jetzt mit dem Lieferkettengesetz sehr viel und sehr gern beschäftige. Und das ist dieses Zusammen, dieses Kollaborieren, dieses nicht mehr in Silos denken. Dieses Gesetz wird in der Ratsarbeitsgruppe gerade für Gesellschaftsrecht verhandelt. In den meisten Staaten sind Wirtschafts- und Justizministerium irgendwie verantwortlich. Es sind aber drinnen Menschenrechte, also Soziales, es ist drinnen Umwelt, Klima zu gewissem Grad. Das spiegelt sich wieder in den zivilgesellschaftlichen Gruppen, die darüber sprechen. Es ist horizontal, es geht über alle Sektoren. Und es behandelt Lieferketten, wo einfach das bedeutet, ein Unternehmen eben kann sich nicht mehr als Vakuum sehen, sondern ist Partner, Partnerin zu den unterschiedlichsten Akteuren. Stakeholder müssen eingebunden werden, damit wir das Wissen haben. Und das ist so für mich ein Ausblick, wenn du mich fragst, wie verändert das die Welt in 5, 10 Jahren, wie sieht das dann aus? Ich glaube, dass in den unterschiedlichsten Bereichen weitere kleine Revolutionen auslösen kann, weil wir alle wieder viel mehr miteinander sprechen und vernetzt sind. Und da meine ich nicht nur Einzelpersonen und Vernetzung, sondern
ganz einfach, ja, von Unternehmen zu Unternehmen, zu Stakeholdern, zu Gewerkschaften. Das gibt einen Auftrieb für die positiven, progressiven Kräfte. Und glaube ich, hat ganz viel damit an Potenzial. Ja, sehe ich dadurch eigentlich sehr viel hoffnungsvoller. Ja. Anna, deine Ja. leuchtenden Augen, ja, Ja. die Wirkungen des Lieferkettengesetzes. Ich finde das so großartig, ja, weil es auch zeigt, was so ein trocken anmutendes Thema oder auf den ersten Blick trocken anmutendes Thema eigentlich bewirken kann und bringen kann und so, ja, also ganz fantastisch. Michael, deine Vision. Ich sehe das sehr ähnlich. Ich glaube, dass in 5 Jahren sehr viel mehr möglich ist, als wir uns heute vorstellen können. Ich glaube, dass das wirklich ein erster Schritt ist, der jetzt fällen mir nur schlechte Worte ein, Lawine und Flut, die möchte ich eigentlich vermeiden, zu einer Menge, zu einer wirklich großen Menge an weiteren, Füllhorn. ja, Füllhorn, danke, danke, genau, zu einem Füllhorn an Regeln führen wird. Und die mögen aus der heutigen Sicht vielleicht Angst machen. Ich glaube aber, dass das etwas Gutes ist, weil es die Spielregeln neu strukturiert und ganz klar macht, was wir wollen als Gesellschaft. Und insofern denke ich, diese Gesetze, die jetzt kommen, das sind tatsächlich erste Ausdrücke von einer veränderten gesellschaftlichen Haltung als Ganzes, wo ganz viele Spieler, ganz viele Akteurinnen dabei waren und dabei sind. Und das wird weitergehen. Ich merke, dass bei Unternehmen heute schon, die versuchen, ihre Lieferketten wieder zurück nach Europa zu holen, die sich Alternativen suchen, die Anbieter suchen, die nicht am anderen Ende der Welt liegen, sondern wo in Europa zum Beispiel produziert wird, wo die Wege kürzer werden. Also das ist eine der Auswirkungen. Das wird auf anderen Kontinenten auch nicht anders sein. Ja? Also es wird eine kleinteiligere, es wird eine regionalere Wirtschaft sein. Deutlich regionaler in ein paar Jahren, als wir sie heute kennen. Und also klassische Ökonomen werden jetzt aufschreien und Zeta und Mordio rufen, was kann der da sagen? Das ist ja Horror, da wird ja alles wahnsinnig teuer. Nein, das glaube ich nicht. Also ich bin tatsächlich davon überzeugt, da mangelt es an Vorstellungskraft, was alles möglich ist an Gutem, wenn wir zusammenarbeiten, wenn wir miteinander kooperieren. Und das sehe ich auch als einen wichtigen Punkt, dieses Gemeinsame. Also zu schauen, nicht wie mache ich den größten Profit und zwar auf Kosten von allen anderen, sondern wie können wir gemeinsam etwas Gutes schaffen, entlang der Lieferkette. Ein wunderschönes Beispiel ist Bellaflora, die vor Jahren in einem Stakeholder-Prozess, in einem Stakeholder-Dialog mit ihren Lieferantinnen, mit den wichtigsten, einen Plan aufgestellt haben, welche Kriterien Lieferantinnen in Zukunft einhalten müssen, damit sie weiter gelistet werden können bei Bellaflora, weil Bellaflora gewisse ökologische und soziale Ziele hat. Und die sind auch von den Lieferantinnen einzuhalten. Aber sie haben es nicht einfach gemacht und dann aufs Auge gedrückt, den anderen, sondern sie haben eingeladen dazu. Und das wurde in einem gemeinsamen Prozess erarbeitet. Und dann hat man gesehen, wo die Hürden liegen, wo die Schwierigkeiten liegen. Und so ist miteinander ein viel besseres Ergebnis entstanden, als wenn das Unternehmen alleine gemacht hätte und gesagt hätte, so, da friss Vogel oder stirb. Konzerne machen das noch, ja. Also jetzt bin ich sozusagen zurück am Anfang. Konzerne machen das. Dieses kleine Unternehmen, entweder du unterschreibst das und passt dich an, oder du hast halt kein Geschäft mehr mit dem Konzern. Aber auch das ändert sich, ja. Und ich kann mir, wenn ich meine Wertschöpfungskette mal aufgezeichnet habe, auch überlegen, wo sind denn Alternativen, mit denen ich besser zusammenarbeiten kann? Nämlich tatsächlich kooperativ, ja. Und wo wir gemeinsam trachten, einen Mehrwert für uns, aber auch für die Gesellschaft und für die Umwelt zu schaffen. Das ist etwas, das massiv an Fahrt gewinnen wird. Und ich glaube, in 5 Jahren schauen wir da schon wieder ganz, ganz anders drauf, als wir das heute sehen. Ja. Da hast du jetzt, Michael, wieder so eine schöne Brücke geschaffen, ja, weil die Anna, du hast ja vorher so mit leuchtenden Augen geschildert, die Zusammenarbeit, die da auch entsteht, quer über alle Sektoren. Und bei mir ist dann die Frage aufgetaucht, die du, Michael, jetzt eigentlich schon beantwortet hast oder bebeispielt hast. Ja, so könnte das vielleicht auch bedeuten,
dass Unternehmen, also entlang der Lieferketten mehr miteinander kooperieren, nicht im Sinn voneinander Druck machen, sondern genau das, was du jetzt beschrieben hast, ja, in einem gemeinsamen Prozess auch zu schauen, wie können wir diese Herausforderungen lösen. Ne? Also das finde ich auch super. Und jetzt noch eine Frage an euch. Träumen wir weiter gemeinsam und jetzt nicht im Sinne von, was alles nicht möglich ist, sondern in die Wirklichkeit geholt werden kann. Ihr habt es ja schon kurz angesprochen, was vielleicht alles noch an, keine Ahnung, an technischen Lösungen, Ideen, Innovationen, Apps und so weiter kommen wird. Also wenn ich mich jetzt wieder ein bisschen in die Konsumentinnenrolle begebe und vor dem Supermarktregal stehe zum Beispiel, ja, was könnte da entstehen, was es jetzt noch nicht gibt, was so irgendwie diesen Grundgedanken vom Lieferkettengesetz in etwas für mich leicht Verständliches bringt oder so? Habt ihr dazu Ideen? Ich sehe leuchtende Augen, Kopfnicken. Michael, schieß los. Ja, da ist tatsächlich gerade was im Entstehen. Eine Gruppe von Kolleginnen in der Unternehmensberatung, die in der Plattform mitwirk.at vereinigt sind, die arbeiten gerade an der Umsetzung einer Bewertungsplattform für jedes Unternehmen. Also egal, ob du ein EPU bist oder ein Konzern, deine Nachhaltigkeit soll ganz, ganz einfach mit einer App, mit einer Datenbank abrufbar sein. Und für Konsumentinnen hieße das dann in Zukunft, ich stehe vorm Supermarktregal und ich scanne meinen Artikel oder ich scanne zwei Artikel und bekomme sofort eine ganz einfache Darstellung, welcher davon ist nachhaltiger, basierend auf der Unternehmensbewertung zum Beispiel. Ja. Und das ist gerade im Entstehen. Also diese Dinge passieren schon. Und es gibt ja auch Apps zum Beispiel, ja, die du einsetzen kannst, also etwa für den Vergleich von Kosmetikartikeln, ja. Gibt es Apps. Also da ist das ist nur mehr eine Frage der Zeit, ja, dass das passiert jetzt gerade im Moment. Und ja, vielleicht ein Ampelsystem. Wurde schon mal vorgeschlagen, ja. Ein Ampelsystem im Supermarkt. Rot, Grün und Grün, Gelb, Rot, ja, für zum Beispiel für Produkte. Das ist, glaube ich, auch nur eine Frage der Zeit. Er war ja schon in Diskussion, ist ja dann wieder weglobbyiert worden, aber auch da denke ich, der Druck wird größer werden und dieses Weglobbyieren wird nicht mehr so einfach sein. Anna, hast du Kurze Visionen dazu? Einwand. Ich habe Bauchweh, wenn wir zu viel über diese Gütesiegel-KonsumentInnen-Geschichte reden, weil ganz ehrlich, schauen wir uns zum Beispiel Planetary Health Diet, also bleiben wir beim Beispiel Supermarkt. Es gibt eigentlich Guidelines, wie die Diät unserer aller Menschen ausschauen soll, damit das für den Planeten und für uns Menschen gesund ist. Und dann schauen wir uns einen Supermarkt an. Ist die prozentuelle Aufteilung da annähernd so, wie das eigentlich richtig wäre? Und dann schauen wir uns an, wie viele Wahlmöglichkeiten wir haben bei Süßigkeiten und wie wir bombardiert werden mit Werbung. Es werden 100 Milliarden Euro jährlich in der EU ausgegeben für Werbung. Da, also ich will nicht den KonsumentInnen da diese Verantwortung weiter aufbürden. Das sind systemische Änderungen, das gehört von den Unternehmen, aber vor allem auch politisch. Dem gehört Einhalt geboten, dieser Manipulation auch durch übertrieben viel Werbung. Es sind jetzt auch in Ausarbeitung Gesetzesinitiativen auf EU-Ebene, die KonsumentInnen mehr Handlungsspielraum geben sollen, weil zum Beispiel bestimmte Begriffe verboten werden oder definiert werden, wann die benutzt werden dürfen. Aber ich glaube, das sind so viel größere Änderungen notwendig, weil wir als Einzelne sonst immer nur einen explodierenden Kopf haben werden. Und Michael, du hast es ja auch gesagt, es gibt auch seit Jahren bereits diese Apps, Codecheck etc. Theoretisch könnte Mensch das schon machen, wenn wir im Supermarkt stehen, aber wir sind nicht da in der Hauptverantwortung. Und ich weiß, dass jeder und jede von uns etwas beitragen will.
Bürgerin sein kostet auch Zeit und ich glaube, da ist die Zeit sehr gut drin investiert, dass wir uns auf Haupttätigkeiten nicht fliegen, weniger Fleisch, weniger Milchprodukte konzentrieren und dann die Zeit, die wir haben, als Bürgerin verwenden und uns dafür engagieren, dass diese systemischen Rahmenbedingungen endlich anders werden und dass diese, ja, Konzerne zum Beispiel uns nicht mehr so viel Schmarrn im Supermarkt verkaufen und andrehen wollen, zum Beispiel. Yes, Ja. da widerspreche ich überhaupt nicht. Ja, Ja, also ich auch nicht. ja, absolut, genau. Also das unterschreibe ich hundertprozentig. Ich wollte das auch jetzt, vielleicht ist das jetzt auch falsch angekommen, ja. Also ich glaube auch, es ist jedenfalls geteilte Verantwortung und ja, Ja. also hast du eine gewisse Verantwortung, aber die ist auch dann irgendwo enden wollend, Genau. weil wenn du als Konsument, ich als Konsument jeden Tag volle Informationen einholen müsste, dann ist Konsumieren ein 24-7-Job. Dann habe ich nichts mehr anderes, was ich tun kann. Ja. Also da hast du völlig recht und es sind Unternehmen gefordert, es ist die Politik gefordert, überall kann Veränderung entstehen. Ich wollte es mir als Ja. Beispiel nehmen, aus der Perspektive, was gerade alles in Entwicklung ist. Und das wird ja auch Unternehmen, also zum Beispiel diese Mitwirken-AT, das wird auch Unternehmen betreffen. Ja? Weil wenn du dann plötzlich transparent geratet wirst als Unternehmen, dann wäre es wahrscheinlich gescheit, da Verantwortung zu übernehmen und zu versuchen, besser zu werden, ne? Wenn du ein entsprechendes Standing im Markt haben möchtest. Also das ist dann schon wieder eine Ja. Verantwortungsverlagerung auf eine andere Ebene. Aber ja, völlig, wir sind d'accord. Also das Ja, unterschreibe ich ich glaube 100%. auch, Das dass ihr sollte man. d'accord seid. Ich möchte ein bisschen Ja. auch noch ausdifferenzieren und die Zeitperspektive reinbringen, weil ich glaube, eure Standpunkte sind nicht notwendigerweise jetzt gegensätzlich oder so. Ich glaube, wir sind uns ja sehr einig bei dieser längerfristigen Vision. Jetzt wieder in unserer Rolle als Konsumentinnen. Wir wollen vor dem Regal stehen und eigentlich nur weltverträgliche, planetenverträgliche Produkte haben. Ja? Und gar nicht dieses Dilemma und diese Entscheidungsdings. Ja? Also ich denke mir, das muss die langfristige oder also je schneller, desto besser, aber das muss das Ziel sein. Ja? Eine Wirtschaft, die unsere Grundbedürfnisse gut erfüllt, die dem Planeten ein gutes Überleben ermöglicht, die die SDGs erfüllt und so weiter. Ja. Und die auch die Verantwortlichkeiten gut aussortiert. Ja. Also wir können uns nicht ganz aus der Verantwortung nehmen, aber wie die Anna immer wieder so richtig darauf hinweist, wir können uns auch nicht als Konsumentinnen und als Bürgerinnen alles aufladen und haben im Grunde genommen den kleineren Hebel. So, und jetzt dieser Zeitaspekt. Ja. Jetzt sind wir noch nicht dort. Wir haben schon das schöne Bild. Wir wissen, wo wir hinwollen. Wir sind aber noch nicht dort. Und meine Frage ist auch so ein bisschen in die Richtung gegangen. Was könnten Schritte am Weg dorthin sein? Ja. Und da wäre eben die Frage, können solche Dinge wie ein Rating von Produkten oder von Unternehmen einmal ein Schritt auf diesem Weg sein? Und wenn wir auch Apps angesprochen haben, also ich bin ja grundsätzlich ein Fan von Apps, ja, aber ich habe auch gemerkt, eben wenn ich dann im Supermarkt vor einem Regal stehe und 5 Apps aufrufen muss und vorher eine halbe Stunde recherchieren über jedes Büschel Petersilie, also irgendwo da ist Schluss mit lustig, ja, das kann es nicht sein. Ne? Und was könnten da jetzt gute und hilfreiche Schritte sein, die uns schneller zu diesem Ziel bringen und was sind eben eher diese Irrwege, wo man sagt, ja, da wird uns unsere Zeit gestohlen im Grunde genommen und der Impact davon ist vernachlässigbar. Ne? Also, dass man das vielleicht noch ein bisschen aussortieren und vielleicht auch an dich, Anna, die Frage, was wären aus deiner Sicht gute Schritte dorthin, weil wir sind ja noch nicht dort, ja, die wir alle, also jetzt auch in unserer Rolle als BürgerInnen, Corporate Citizens und so weiter, verantwortungsvoll tun können, um dorthin zu kommen und ohne Kopfexplosion. Ich kann sagen, wie ich es mit mir selbst halte. Ich bin ja auch nicht nur in der Arbeit. Wobei, das wollte ich vorher sagen, natürlich haben wir individuell auch in unserer Arbeit Verantwortung. Und es gibt zum Beispiel Kampagnen wie Clean Creatives, heißt das, die
WerbegrafikerInnen, die diese ganze Branche überzeugen möchten, dass sie nicht mehr für Fossilkonzerne arbeiten. Und wir verbringen sehr viel Zeit in der Arbeit, also ich glaube, es ist schon auch essentiell, dass wir uns dort in unseren Arbeitsplätzen, in den Unternehmen auch engagieren, zum Beispiel. Wie halte ich es aber selbst jetzt, wenn man von dieser Konsumebene spricht? Ich glaube, es gibt so, das ist ja auch wissenschaftlich auf Daten beruhend, es gibt gewisse Tätigkeiten und Unterlassen von Tätigkeiten vor allem, die besonders wichtig sind. Und zum Beispiel fahre ich nur mit dem Zug, ich fliege seit Jahren nicht. Und ich esse ganz minimal wenig Fleisch und Milchprodukte, weil das einfach Tätigkeiten sind, wo, glaube ich, mittlerweile auch durchgesickert ist, dass das einfach nicht mit einer zukunftsfähigen Welt vereinbar ist, wenn wir das alle weiterhin so machen und dass es gerade in höheren ökonomischen Gruppen, gesellschaftlichen Gruppen sehr, ja, zum Beispiel mit dem Fliegen ein sehr großes Thema. Das muss einfach nicht sein und das ist der schnellste Weg, den Planeten zu zerstören. Da brauche ich auch kein Gütesiegel. Da muss ich auch keinem Offsetting glauben. Und was sonstigen Konsum zum Beispiel betrifft, wir können vor allem viel unterlassen, indem wir uns nicht auf Fast Fashion einlassen und nicht treiben lassen. Das ist auch für die seelische Gesundheit oft sehr gut, glaube ich, wenn wir uns von solchen Druck, den wir bekommen natürlich, das nicht leugnen, nicht zu leugnen, gerade auch jetzt sieht man es wieder rund um Black Friday. Aber ja, viel von dem, was wir tun können, ist ein Unterlassen. Und das ist nicht ein Verzicht, sondern ein Mehr an Lebensqualität, an Zeit, die ich nicht an Online-Shops verbringe zum Beispiel. Ich glaube, da brauche ich kein Gütesiegel dafür. Wenn man auf die Grundbedürfnisse zurückfokussiert, persönlich, aber auch als Gesellschaft, dann ist das schon ein sehr gutes, eine gute Richtschnur. Ja, ich hoffe, das ist irgendwie befriedigender als Antwort. Du, ich finde, es ist eine wunderbare Antwort, ja, weil uns so wieder zu erinnern, was sind eigentlich unsere Grundbedürfnisse und was ist so quasi das menschliche Maß und wo gehen wir vielleicht auch in die Falle, die uns Werbung, Konzerne und so weiter auferlegen, zu glauben, das muss alles sein. Ganz, ganz viel davon muss nicht sein. Ne? Und weil du auch so die persönliche Erfahrung angesprochen hast, ich selbst finde das auch sehr interessant, immer wieder auszuprobieren, mir selber quasi Challenges zu setzen. Was kann ich alles unterlassen, nicht tun, weglassen, ohne dass meine gefühlte Lebensqualität leidet. Ja? Also zu einer, ich probiere es einmal aus und wenn ich irrsinnig quietsch dabei und wenn es ganz unangenehm ist oder ich zu einem unglücklichen Menschen werde, dann werde ich es vielleicht nicht machen. Aber siehe da, ja, mein Leben verschlechtert sich nicht dadurch. Ne? Im Gegenteil, es hat oft dann so Nachzieheffekte in anderen Lebensbereichen auch. Also ich bin durchaus happy mit deiner Antwort. Michael, magst du was ergänzen oder? Ich bin auch total happy mit der Antwort. Also ich hätte dieselbe gegeben. Tatsächlich. Okay. Vielleicht nicht ganz wortgleich, aber vom Inhalt absolut genau dieselbe. Und ist bei mir auch so. Ich lebe das auch. Vielleicht, ja, ich würde noch gerne ergänzen. Ich glaube, um diese Rolle als Bürgerin noch zu stärken, und zwar egal, ob wir jetzt zu Hause beim Frühstück sitzen oder ob wir im Unternehmen stehen, aber in einer Organisation sind und arbeiten, ob wir an der Wahlurne stehen. Ich glaube, da haben wir sehr viel Macht, indem wir einfordern, uns Gehör verschaffen, auf die Straße gehen, an der Wahlurne die Entscheidung treffen, nachfragen. Ja, wenn ich ins Restaurant gehe, nachfragen, wo hast du das her? Wenn ich auf einer Wahlveranstaltung bin, nachfragen, wie ist dein Klimaschutzplan? Ja, was wirst du tun? Was wirst du konkret tun? Nämlich du als Person, ja, und auch dann in deiner politischen Funktion. Briefe schreiben, E-Mails schreiben, anrufen bei den Mandatarinnen im eigenen Wahlkreis. Diese Dinge, die kann man jetzt tun. Und das zeigt Wirkung, ja, weil dann oft ist es den Menschen in den verantwortlichen Positionen gar nicht bewusst, wie sehr viele Menschen schon danach verlangen und es
es eigentlich anders machen wollen, aber es wird ihnen durch die strukturellen Bedingungen wirklich sehr, sehr, sehr schwer gemacht. Viele wollen sich ändern, aber es ist schwer. Also ich denke, das ist noch was, glaube ich, was ich gerne mitgeben möchte. Und ja, also ich habe es eh schon mal gesagt, ein bisschen früher, es gibt Unternehmerinnen, die setzen sich ein für andere Spielregeln, die schreiben der Wirtschaftskammer, ihr seid nicht mehr meine Kammer. Und da fühle ich mich auch oft in dieser Situation. Ja. Also wenn ich manche Aussagen von hohen Wirtschaftskammerfunktionären und jetzt bewusste männliche Form Funktionären höre, da dreht es mir den Magen um. Da denke ich mir, nein. Und viele meiner Kolleginnen in Unternehmen, die denken auch nicht so. Ja, das ist eine kleine Gruppe, die hier vertreten wird von Verweigerern, die wollen, dass alles so bleibt, wie es ist und die sich halt auf irgendwelche Technologien ausreden, die völlig naiv ist, diese Sicht, weil diese Technologien gibt es noch nicht und selbst wenn sie es gibt, ist die so hochskaliert sind, dass sie weltweite Wirkung zeigen und wir reden hier von einem weltweiten Problem, das dauert Jahrzehnte, wenn überhaupt. Diese Zeit haben wir nicht. Aber ich glaube, da kann man viel tun, indem man einfach aufsteht, Fragen stellt, das Gespräch sucht. Das sind Dinge, die wirken. Vorbild sein. Also ich kann mich erinnern, wir haben vor, mittlerweile ist es 12 Jahre her, unser Auto damals verkauft und leben seither autofrei. Das ist natürlich für uns in Wien leichter als für andere. Aber auch das geht. Also meine Eltern sind im Waldviertel zu Hause. Wir fahren mit dem Zug rauf. Die letzte Meile ist schwierig. Ja. Dann müssen wir oft abgeholt werden, weil kein Bus fährt. Aber auch das geht. Und ich kann mich noch gut erinnern, die ersten paar Male, weil wir es halt auch noch nicht gewohnt waren, haben wir uns ein Mietauto ausgeborgt und sind raufgefahren. Und so nach dem, und da kriegst du immer ein anderes, ne? Und nach dem dritten Mal Besuch im Waldviertel wurden wir gefragt, ob denn bei uns ein Lottogewinn eingetrudelt sei, weil wir jedes Mal ein neues Auto haben. Worauf man dann gesagt hat, nein, haben wir nicht, wir haben gar kein Auto mehr. Das ist ein Mietauto und wir werden in Zukunft mehr mit dem Zug fahren. Und das hat dann so nach einem halben Jahr dazu geführt, dass dann Rückmeldungen aus der Familie kamen, ja, wir denken jetzt auch nach, ob wir es noch brauchen oder brauchen wir wirklich auch das Zweitauto. Und wir sind jetzt dabei, das Zweitauto zu verkaufen. Also diese Dinge haben Wirkung. Das möchte ich damit sagen. Sehr schön. Ja, ihr Lieben, ihr habt so schön aufgezeigt schon, was möglich ist, wie Zusammenarbeit und die Schau aufs Ganze funktionieren kann, Visionen aufgezeigt, wo wir eigentlich hinwollen, und auch, dass das Ganze prozesshaft ist. Ja? Also, dass wir nicht morgen die perfekte Lösung haben werden und dass es auch keinen Grund gibt, gleich zu verzweifeln, wenn wir nicht gleich die perfekte Lösung haben, dass es einen gesellschaftlichen Aushandlungsprozess gibt. Ihr habt leuchtende Augen gehabt dabei, ja, ich auch. Unglaublich wichtig und ansteckend. Jetzt eine vielleicht abschließende Frage an euch. Gibt es noch was, was wir nicht besprochen haben, was noch wichtig wäre? Braucht Mut zum Wissen noch irgendwas, wo wir noch nicht den Mut gehabt haben, das anzusprechen? Wollt ihr noch irgendwas da lassen? Ja, vielleicht einen letzten Satz, noch einmal eine Ermutigung. Macht's den ersten Schritt. Ja, der muss nicht perfekt sein. Macht den, probiert's aus. Lasst euch auf die Erfahrung ein, ja. Es wird sich auszahlen. Und wenn's wo nicht passt, dann macht's eine andere Erfahrung. Aber das ist das Wichtige, es auszuprobieren, sich darauf einzulassen. Das braucht ein bisschen Mut, ja? Aber nicht viel, nur ein bisschen, tatsächlich. Und es wird reich belohnt. Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Mut zum Handeln, ja, man kriegt Ja. auch ein anderes Bild von sich selber, gell, Ja. was möglich ist, was man sich zutrauen kann und so. Danke für dieses schöne Schlusswort, Michael. Anna, hast du doch ein Ich Schlusswort? möchte ergänzen, Mut, mit anderen darüber zu reden, damit man dann auch Unterstützung hat, wenn man ins Handeln kommen möchte. Ich glaube, wir machen uns alle Sorgen um die Zukunft. Und ich erlebe so oft, seit ich auch jetzt bei einer Umwelt-NGO arbeite, dass ich dann so gefragt werde in Gesprächen, wo irgendwie alles recht negativ ist, so, ja, aber hast du noch Hoffnung? Und ich sage, klar, wir arbeiten zusammen und wir haben keine andere Wahl.
Und es ist spürbar, wie es allen gut tut, wenn wir über diese Sorgen sprechen, weil wir dann gemeinsam ins Handeln kommen können. Also diese, ja, machen wir den Mund auf, reden wir miteinander und kommen wir ins Handeln. Reden wir miteinander. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz, das klingt so banal, aber es ist ein ganz, ganz wichtige, eine wichtige Zutat zu dem Ganzen. Okay, ihr Lieben, dann danke ich euch ganz, ganz, ganz herzlich für euer Wissen, eure Erfahrungen, uns gemeinsam also drüber zu reden und uns zu helfen, dieses sehr komplexe Thema Lieferketten zu verstehen und auch mit so viel Optimismus zu beleuchten. Und danke auch für euer Wirken in der Welt da draußen und euer Vorbild sein. Danke und auf bald. Ciao. Danke für die Einladung. Gerne. Mut Talks. Powered by die Mutmacherei.